Hallo und herzlich willkommen hier bei Zec Fishing Wales. Ein neues Video von der Sandbank. Ich bin immer noch unterwegs mit Jenny, ihrem Mann Nick und mit Chris. Jenny und Chris sind gerade einkaufen, die organisieren ein paar Sachen und wir bauen da hinten einen neuen Platz auf. Reines Fressplatzangeln. Ich bin echt gespannt, ob das geht. Ich erkläre euch, was wir hier genau machen. Ist, glaube ich, nicht ganz einfach, bisschen tricky, aber ich will es unbedingt versuchen. Bedingungen passen für so einen Spot und dann alles weitere im Film. Drückt uns die Daumen, dass das geht, dass da auch was Dickes rausläuft. Ich nehme euch dabei mit und wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, wir sind jetzt so im Groben fertig erstmal, alles da rausgetragen, haben uns jetzt oben an der Kante aufgebaut, da wo es jetzt schon ein bisschen abgetrocknet ist, denn dieses Stück ist erst alles leer gelaufen, vor zwei Tagen in diesem Dreh. Wasser geht nach wie vor ganz langsam zurück, also im Durchschnitt so 5 cm am Tag circa. Und es ist so, wir haben jetzt vieles probiert in den letzten Tagen. Hat alles so ein bisschen funktioniert, es war okay, wir haben Fisch gefangen. Aber es war noch nicht der Punkt dabei, für mich zumindest, wo ich gedacht habe, Mensch, da haben wir jetzt auch gute Chancen auf einen großen Fisch. Und das ist halt immer wieder ganz schwierig zu erklären, denn es ist sehr häufig so, wenn ich einen Platz sehe, wo ich denke, der ist gut und ich gehe dahin und es kommt in den ersten paar Stunden dann oder ich sag mal in der ersten Nacht, in Anführungszeichen nur kleine Fische, habe ich da immer so ein bisschen, bin ich da hin und her gerissen. Denn normal ist es so, wenn ein Platz gut ist, kommen auch die Köschen zuerst. Das ist sehr häufig so. Natürlich kann man das auch aussitzen. Das kommt immer ein bisschen damit, hängt das zusammen, wie viel Angeldruck da war oder aktuell ist. Denn wenn natürlich diese Fische verbrellt sind und so weiter, macht es durchaus manchmal Sinn, sitzen zu bleiben. Ja, das ist wie gesagt ein ganz schwieriges Thema. Da gibt es auch kein richtig und falsch. Das ist viel Bauchentscheidung und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier ein gutes Gefühl, einmal dafür, dass wir einen Fisch fangen können, aber auch für einen großen. So, und warum ist das so? Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen sehen. Hier unten, diese ganze Sandbank, hier hoch zu, ist extrem flach, also zwischen 20, 40, 50 Zentimeter. Viel Gras drin und diese Sandbank stand jetzt durch dieses Hochwasser in den vergangenen Wochen relativ lange unter Wasser, immer so ja, einen Meter ungefähr, und es hat sich brutal viel Algen und Gras gebildet. Und jetzt, wo das Wasser abfließt, spült das raus, diese Algen und so, und die Eschen ziehen hier rein, obwohl es ganz flach ist, und fressen in diesem flachen Bereich. Wir haben aktuell in diesem Flachwasser knapp 20 Grad Wassertemperatur, also 19,5, Hauptfluss knapp 19. Und das ist halt immer so ein Punkt, und weil die Strukturen so sind, möchte ich das heute mit 8 Routen ist der Plan, abstaffeln, alle an diesen Abriss hinein, weil uns das hier möglich ist, und unmittelbar an diese Graskante anfangen von 1,50 m, runtergehend bis 3,50 m. Das ist der Plan, alles unter Wasser posen, weil auch in den vergangenen Tagen war der Fluss tot. Man hört sogar ab und zu mal einen Fisch, aber ganz sporadisch, mal einer dort, dann ist wieder Ruhe, mal einer dort, ganz, ganz, ja, nicht platzspezifisch, sehr oft auch mitten im Fluss. Diese Freiwasserfische oder wie man die nennen möchte. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier ein gutes Gefühl, dass man Fisch fangen, obwohl das natürlich ein bisschen tricky ist. Ihr seht das, wie weit oben wir da sitzen. Und das wird jetzt lang, das alles abzuspannen. Wir bereiten jetzt langsam alles vor und dann circa 17 Uhr fangen wir an mit Routen setzen. Dabei nehme ich euch mit, weil das wie gesagt ein bisschen interessant ist. Daraus auf diesen Abriss alle Stöcke setzen, dann auf die Stöcke spannen und so wieder runter, um den Dreck zu umgehen. Wir hoffen, dass das die richtige Taktik ist, der richtige Plan, auch wenn das ein bisschen anstrengend ist hier, die Sandbank. Hier seht ihr das, alles Wasser, was von unten auch noch hochdrückt. Aber die Zelte stehen jetzt an dieser Wasserkante, die jetzt leer gelaufen ist gestern, und da geht das. Judy, Daumen sind gedrückt, Arbeit liegt noch vor uns, aber wir hoffen auf einen richtig dicken.
Ja, wir fangen jetzt an, als allererstes die Stöcke zu setzen. Bevor wir anfangen mit Ruten setzen, setzen wir uns die Stöcke. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 2,80 Meter, geht so maximal auf 3,60 Meter. Das ist der Bereich, der für uns interessant ist. Warum 3,60 Meter? Das ist halt immer wieder so ein Ding da draußen. Diese Strömungskante, da strömt es dann richtig schnell durch. Hier wird das Wasser gebrochen. Ihr seht das da hinten. Das läuft jetzt langsam leer. Das sind so Graslandschaften. Das hat jetzt aktuell so 40, 50, 60 Zentimeter. Und jetzt stellen wir Stöcke dort rein und lenken über die um. Hier raus im Fluss. Und deswegen geben wir auch nur an diese 3 Meter, ja, so 3,40 Meter, 3,50 Meter Kante. Weiter raus gehen wir nicht. Das wird dann richtig tief draußen in der Hauptströmung, in der Fahrrinne. Da hat es dann auch mal 8 Meter hier auf dem Stück. Aber da gehen wir nicht hin, weil die Strömung zu sehr zieht. Und wir vermuten jetzt die Fische, wenn die zum Fressen kommen. Da war übrigens was. Da war ein Karpfen vor uns. Komplett rausgeguckt mit dem Kopf. Und wir setzen jetzt als allererstes die Stöcke, damit wir sehen, wie dann dieser Winkel ist für unsere Zelte. Das ist wichtig, bevor wir dann auch die Rutenhalter reinmachen und so weiter. Geht zu zweit am besten. Ich verbot, Chris setzt die Stöcke. Und dann haben wir unsere Fixpunkte und über die lenken wir dann um. Falls ihr euch fragt, was das für grüne Stangen sind, das sind Geschenke von einem Gast von mir. Und der hat die sich ein bisschen modifiziert. Der hat die von der Bundeswehr. Das sind so Zeltstangen von denen. Und der hat unten so ein Gewinde dran. Ich habe leider nur zwei Stück. Und da mache ich es jetzt so, ich setze den äußersten, also der am weitesten von unserem Angelplatz weg ist. Und dann der am nächsten ist. Und die anderen sind Bambus. Relativ dünn, relativ kurz. Das reicht aber, die sind vielleicht so 1,40 Meter vielleicht, 1,50 Meter maximal. Das reicht für uns. Reißlein haben wir 0,30er jetzt da dran. Denn ich brauche vorne dran diesen langen Stab nochmal, um diese Schnüre dann da anzulegen. Das seht ihr nachher, wenn wir es ausgelegt haben, wie das dann aussieht. Chris macht jetzt hier noch die Reißleine fest. Und dann haben wir jetzt schon mal einen Fixpunkt, damit wir dann wissen, wie die Schnüre kommen. Das ist wichtig. Wie gesagt, hier seht ihr das jetzt nochmal. Da unten ist jetzt die Reißleine. Da kommt nachher die Route 2 im Prinzip hin. Und oben drüber läuft dann die Schnur von dem Stab da außen, weil der hier außen lang muss und nicht dahinter. Das ist wichtig, weil wenn nachher ein Biss kommen würde, kommen wir da nicht durchgefahren. Ihr seht, wie flach das ist. Da kommt das Land raus und deswegen lege ich die Schnüre außen an, damit, wenn ein Biss kommt, der das dann da drüber zieht. Und deswegen nehmen wir hier jetzt den Bambus. Gut, weiter geht's. Und da geht's auch wirklich mit einem Schritt schön runter. So, und ich zeige euch das mal, wie das hier jetzt aussieht. Also der Stock. Seder. Das geht jetzt runter bis 2,40 Meter, 2,50 Meter. Es geht noch weiter, aber das ist der Bereich, der für uns interessant ist, weil direkt daneben dran geht es da hoch in dieses überflutete Gras. Und dann könnt ihr das immer wieder sehen, wie langsam das hier strömt, weil das durch das gebrochen wird. Hauptfluss schießt da oben lang, hier rüber, da trifft er voll drauf, da ist tief der vermutete Stammplatz. Und dann lenken wir über den langen Stock, das ist die weiteste, da rein an diese Strömungskante. 3 Meter noch was. Dann immer kürzer werdend und flacher mit der Montage. Dann 2,50 Meter, 2 Meter, 1,80 Meter werden wir noch machen, 1,50 Meter. Jetzt seht ihr das, wo der Chris steht. Das ist dann Route 3 und dann setzt man noch einen langen Stock da davor. Da hinten könnt ihr schemenhaft die Zelte erkennen an dieser Sandkante. Da unten schwimmt die dicke Bertha. Und dann ziehen wir noch 4 Ruten nach außen. Und der lange Stock muss da unten auf diese Sandspitze. Also das Wasser sieht geil aus. Ein geiler Fressplatz. Können die schön hier die Eschen und alles, was da an Futterfisch hin und her patrouilliert, in diesem Wasser abholen. Ganz langsame Strömung. Also habe ich echt ein gutes Gefühl. Sehr, sehr gutes Gefühl. Ihr seht, das ist jetzt die Durchschnittstiefe. Direkt im Abriss. Genau. Da setzt man ein und den anderen setzt man da unten auf diese Sandbank. Jawohl. Da habt ihr das Gewinde. Okay. Und im Stehen ist das sogar am besten. Und in unserer Oktobertour, obwohl wir aussehen wie im August. Ja, Leute, es ist wirklich Oktober, es ist nichts gestellt. Es ist brutal. Ihr seht, wie geil das dann ist. Mit dem Boot, das ist immer ein bisschen tricky, das dann zu halten. Man drückt sich selber weg und so weiter. So und so kann man das jetzt schön reindrehen. Da ist der Stock. Das ist der längste für uns, weil der am flachsten steht. Und dann habt ihr da
den Bambus, da hinten noch einen Bambus und dahinter noch mal so einen stabilen. Und wir lenken dann um alle drumherum die Schnüre da oben an. Dann kommt 1, 2, 3, 4 und so weiter. Jetzt müssen wir hier unten noch eine Reißleine dann anknoten, wo die Kabelbinder sind. Und dann haben wir das System dahinter. Noch mal eine Sache, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser auch nachvollziehen könnt. Ich stehe jetzt auf dieser 3 Meter Kante. Da oben ist der Chris. So, und ich mache das so. Der erste Stock kommt die Montage auf den zweiten. Die zweite Montage kommt in Höhe auf den dritten. Und von der Route 3, die Montage, liegt dann hier. Und deswegen steht mein langer Stock da auf dieser Sandbank. Und um diesen langen Stock lege ich alle anderen Schnüre, damit ich nachher beim Biss nur drumherum fahren muss. Und wenn ein Biss kommt, können wir dann der Schwimmer, der das fixiert, der das oben hält, den zieht der Fisch hinterher und wir fahren hier außen rum und können so den Schwimmer über die anderen Montagen ziehen und da passiert gar nichts. Wichtig ist ein System dahinter, sonst funktioniert es nicht. Nicht kreuz und quer spannen, sondern mit ein bisschen System und dann funktioniert das. So, los geht's mit Routen setzen. Wie gesagt, das ist alles immer mit System. Neben mir seht ihr den Bambus Nummer 2 und vor uns die erste große Stange. An die Höhe orientiere ich mich jetzt immer mit den Ruten setzen. Köder haben wir schon im Wasser, haben wir montiert. Jetzt gehe ich auf diesen Spot, wo wir ungefähr hinwollen, können sogar noch ein kleines Stück runter, dass ich diese Flucht ziemlich genau mit dem Stock hinbekomme. Nebendran seht ihr jetzt den Bambus, hier ist 2,90 Meter, gehe ich mit dem Boot noch genau in die Drift. So, 2,5 Meter, hier bleibt er. Absenksteine, für die anderen nehme ich dann wieder die selbstgebauten, aber ich habe nicht so viel dabei, weil wir fast alle Routen absenken und deswegen selbstgebaute. Legen wir wieder den Abstand fest, damit wir das nachher schön spannen können. Reißleine haben wir eingehangen schon. So, jetzt seht ihr wieder, wie immer dasselbe Prinzip, egal wie viel Druck jetzt von oben kommt, dieser Druck hier bleibt gleich. Immer so, dass es ein bisschen durchhängt. Ich habe hier jetzt nochmal den Absenker mit rein. Und jetzt beim Zurückfahren ist wichtig, an die Stöcke das Außen anzulegen. Das wird beim ersten Mal nie klappen, aber das ist nicht schlimm, weil wir danach eh nochmal hinfahren. Allein schon beim Routensetzen von den anderen. Schön mit Spannung jetzt. Gut, fliegende Übergabe. Chris hat jetzt die Route, stellt sie bei uns jetzt vors Zelt. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht schlimm, wenn die Schnur daneben dran mal liegt. Das machen wir gleich. Ich nehme gleich die zweite Route und dann fahren wir da raus. Und wenn die Schnur jetzt irgendwo am Wasser liegt, heben wir die an und hängen die an die Stöcker am höchsten, weil das die weiteste ist von unserem Angelplatz gesehen. Und wenn ein Biss kommt, dass wir dann wieder drüber gehen können. Wir ballern jetzt die Ruten raus, die Sonne verschwindet und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, ich denke, jetzt könnt ihr es nochmal am besten sehen. Also wie gesagt, das ist unser Stock, der am kürzesten steht, zum Uferplatz hingesehen. Und hier liegen alle Schnüre auf. Bis oben liegt die weiteste Route. Das ist dann wieder so, wenn wir einen Biss haben, dass wir über alle anderen hinweg können. Und dann gestaffelt flacher werdend, beziehungsweise auch kürzer die Stöcke. Und so ist jetzt ja, das wieder abgestaffelt. Und dann hier Route 4. Ist bis unten, habe ich hier jetzt nochmal einen direkten Reißlein rein, ohne Ausleger. Auch bei dem Bambus, da habe ich jetzt keine Ausleger direkt dran gemacht. Braucht man nicht, so eine Reißleine reicht. Habe alle nochmal abgesenkt, weil doch einiges an Dreck unterwegs ist. Also abgesenkt, umgelenkt. Ja, so sieht das Ganze aus. Alles mit System, alles kein Hexenwerk, aber das muss man vorher klar definieren. Und so haben wir jetzt einen großen Bereich zugemacht.
wenn Fische ziehen sollten heute Nacht, habe ich da ein gutes Gefühl, dass man da Bisse bekommt. Ja, direkt vor den Füßen, das haben wir natürlich auch mitgenommen. Da haben wir auch gleich unseren Setzkescher fest, nochmal mit dem Benstick gesichert, weil es halt so flach ist und diese Kante hier, der Stock steht jetzt ungefähr 60 cm, vielleicht 80 cm und diese Kante geht wirklich auf 1,5 Meter runter. Und hier vorne geht das direkt auf den Absenkstein und liegt dann da draußen mit der Strömung, dass man da weniger Dreck fängt. So sieht das Ganze aus. Wir sind fertig. Jetzt erstmal umziehen, was essen und ja, dann starten wir in die Nacht. Drückt uns die Daumen, dass der Plan funktioniert und wenn was passiert, seid ihr dabei. Vielleicht kann ich noch eine Sache zum Besten geben. Oder einen Tipp mit euch auf dem Weg geben, weil man sieht das jedes Jahr wieder. Wie stelle ich das Boot hin? Das hat ganz viel natürlich mit dem Uferplatz zu tun. Wie sitzen wir? Wir sitzen auf einer extrem flachen Sandbank und die dicke Bertha ziehe ich jetzt nicht weiter raus. Wenn sich ein 5 Meter Boot, ein 6 Meter Boot, wenn da 5 bis 10 cm fallen in der Nacht und das ist nicht viel und es saugt euch hinten das Heck fest, kriegt ihr das nie mehr raus. Deswegen habe ich es jetzt immer schon so mit dem Heck stehen, dass es Richtung Abriss steht. Gleich hier vorne, wo dann unser Stock ist. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist der Stock. Und deswegen stelle ich dann das Boot schon so hin. Ich habe den Sandanker drin, auch langes Seil. Falls sich der Wasserstand halt verändert, dass es schwimmen kann, ist ganz wichtig. Also nicht ins Trockene ziehen, gerade bei solchen Plätzen. Das kann euch nicht nur viel nerven, sondern auch Zeit und Geld kosten. Wenn sich so ein Kahn richtig ansaugt, und glaubt es mir, ihr werdet nicht die Ersten, denen das passiert und ihr werdet auch nicht die Letzten. Ich habe schon anderen Leuten geholfen, deswegen so ein kleiner Zusatztipp. Vielleicht darf man den mal in so ein Angelvideo bringen. Ihr seht, der Anker liegt da auf den Trocknen, da hinten ist er. Langes Seil, damit das Boot pendeln kann und ich habe es jetzt versucht mit der Strömung zu stellen, dass das Heck, das ist wichtig, hinten im Tieferen hängt. Gut, das Wort zum Sonntag ist gesprochen. Wie gesagt, ich ziehe mich jetzt um. Und wir starten in die Nacht. Was macht ihr da Schönes? Schmeckt zum Kurs. Katastrophe retten. Das ist wie eine Erotikbranche. Jetzt kannst du erklären, was du hier gemacht hast. Das sind die wundervollsten, billigsten Garnelen mit Knoblauch, der nicht nach Knoblauch schmeckt, aber Pesto Calabrese rettet. Also ich möchte ja nicht meckern, aber es sieht, es sieht das irgendwie... Das hat man schon mal gegessen. Jenny, das hast du ganz super, hast du das gemacht. Danke, ich habe mir Mühe gegeben, mal gucken, wie es schmeckt. Also es haben mir schon viele was auf den Teller gelegt, aber so schön. Ja, dann wünsche ich allen Mahlzeit und ich hoffe, es beißt in der Zeit nichts. Wie gestern, ja. Hast du schön geschlafen? Leider ja. Ja, damit einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben alle herrlich geschlafen, war gar nichts, komplett Ruhe, außer die Köder, vielleicht hört das im Hintergrund. Kann jetzt wieder mehrere Gründe haben, entweder sind da Fische unterwegs, dass die nervös werden, oder sie liegen hier in der Flachwasserzone, ist auch eine Möglichkeit, aber der Fluss ist wie tot. Passiert gar nichts, man hört nichts, gar nichts. Das ist aber, wie immer, das gehört zu jeder Woche dazu und vor allen Dingen vollkommen egal, wo man ist. Es gibt nie diesen einen roten Faden, dass das dann konstant durchläuft. Wir machen jetzt Frühstück, wir trinken Kaffee, dann ist der Plan für die kommenden Tage wieder zurück zu moven in den Naturufer. Da habe ich noch eins im Kopf mit tieferen Wasser, viel Holz drin, ist aber das Hauptproblem, dass man da ganz schlecht sitzen kann. Also das ist nochmal ein richtiges Stück Arbeit vor uns. Und wenn wir die uns gemacht haben, denke ich, werden wir dort sitzen bleiben. Wir haben jetzt noch 2 Tage zu fischen. Ob der Plan dann der richtige ist, werden wir sehen. Ich nehme euch dabei mit, zeige euch dann an den anderen Spot, wie wir da vorgehen.
und ja, bin gespannt und natürlich auch in der frohen Erwartung, dass man da noch einen dicken Fisch fängt. Also, bis später. So, Jenny, dich kann man keine 5 Minuten allein lassen. Nee, echt nicht. Ach. So, doch noch Fisch. Sehr geil. Ich bin außer Atem, weil wir schon angefangen haben, die Ruten reinzuholen. Und in dem Moment, wo gar keine Glocke mehr drauf war, kommt der Einpackfisch. So, genau, guck, ob das durchläuft. Sieht gut aus. Da kommt er. Ich wollte hier zu euch kommen, um euch gleich die Rute abzunehmen. Auf einmal hängt die so im Ständer. Und ich bin, dachte schon, wo du die in der Hand hattest. Dann ging es los. Und ich bin wie David Hasselhoff mit den Bensticks. Ja, so kriege ich doch wieder meine 70 Kilo. Quer gehakt. Ja, die sind komisch drauf zur Zeit. Aber was für ein Hufeisen. So Jenny, komm mal her. Guck mal das Hufeisen an. Das ist ein großer Fisch. Ja. Der hat einen Eimer von oben ja. So gepackt. Wahnsinn. Krass. Ja, deswegen hängen die nicht. Ein Problem zurzeit, diese Schläge auf der Rute. Und da sieht man auch mal, wie die das machen. Entweder weil sie aggressiv sind. Und ihr seht auch dieses diesen riesen Abdruck. Das war ein Fisch. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und der hat den so gepackt, weil hier auf der Seite ist es dann auch. Wahrscheinlich 2,50 Kategorie. Riesenmaul. Gut, Jenny, komm mal hier, damit wir die Sonne hier. Dann nimmst du ihn erstmal so. So, der Einpackfisch. Gehakt auf dem Rücken. Selten, aber auch das passiert. Ja. Gut, während die Jungs jetzt die letzten Ruten reinholen, vielleicht dazu mal zwei Sachen. Das macht jetzt wieder Sinn, weil die Köder, ihr habt es vorhin gemerkt, wo ich schon diese kleine Abmoderation für diesen Platz gemacht habe, habt das ja mitbekommen im Hintergrund, dass manche Köder außer Rand und Band waren. Und ich denke halt, dass da tagsüber oder auch nachts, je nachdem, Fische liegen, fressen aber nicht. Und der ist jetzt da vorbeigezogen und schlägt dann ab und zu mal mit dem Schwanz oder was auch immer die machen, das kann ich euch nicht genau sagen. Fakt ist auf jeden Fall, das macht wieder Sinn, denn das habe ich schon mehr wie einmal gehabt. Oder dann auch ein Biss, wo das so kurz vibriert und dann einmal bam, so schnell und fertig. Und da ist der Stein ab, hat man auch unten auf dem Spot vor 2 Tagen. Und das ist halt auch immer ein Indiz, dass die Fische komplett passiv sind. Gut, wir packen zusammen. Und dann geht's weiter. Und Nick, willst du noch mal sagen, dass Ballerangeln so schön ist und entspannt? Kann ich jedem nur empfehlen, der neben den Angeln noch schön Sport machen will. Ja. Ah. Ja, ausruhen war gestern definitiv eine anspruchsvolle Aufgabe, wieder einmal sich da hochzukämpfen. Wir bauen oben auf. Hier ist das Ufer so abgebrochen. Und da haben wir wie so eine Serpentine, dass wir da bis oben hochkommen. Warum sitzt man hier? Oben seht ihr Bäume. Die haben aktuell knapp 5 Meter Wassertiefe, wird gebrochen. Weil da oben ist so eine Ecke, schiebt den Fluss dort drüber. Sieht interessant aus, vermuteter Standplatz. Ein Großteil vom Fluss ist hier extrem flach. Also drüben die Seite einen halben Meter. Das Tiefste, was ich gesehen habe, 1,30 Meter. Und nach unten, direkt am Ufer, haben wir 3 Meter Wassertiefe. Wird immer tiefer Richtung dieser Uferkante. Und dann direkt am Ufer ist der tiefste Punkt. Ist Holz drin, es sind Futterfische da. Kormorane sind gerade hoch, haben wir aufgeschreckt. Das machen wir jetzt. Und dann setzen wir gleich die Ruten.
Ja, ein Hammer Sonnenuntergang. Echt brutal. Auch ja immer wieder. Wir waren im Oktober jetzt noch baden, haben die Ruten rausgezogen, haben was gegessen. Genießen jetzt die Stille am Fluss. Sehr, sehr geile Stimmung, muss man echt sagen, wie Sommerangeln. Drückt uns die Daumen, dass das Naturufer uns was bringt. Dass wir unseren ja, guten Fisch fangen. Mal sehen, bin wirklich gespannt. Sieht geil aus, die Strukturen. Zeige ich euch dann morgen mal auf dem Platz. Und dann drückt uns die Daumen, dass das funktioniert. Guten Morgen, Leute. Ja, die ganze Nacht Ruhe, außer die Köder. Die waren gut aktiv. Und wieder frühs haben wir endlich unseren Biss. Und guter Fisch. Richtig guter Fisch. Guter Fisch. Guter Fisch. Die laufen nicht richtig, aber wir kriegen unsere Aktion. Sehr geil. Viele Hände, schnelles Ende. Jetzt sind wir schnell auf die Sandbank, weil man hier besser versorgen kann. Liegt an. Und der Fisch hat 1,80 Meter. Schöner Fisch. Zeigt man euch nochmal. Ja, jeder Fisch ist echt, hat verdient. Die ganze Nacht Ruhe, die Köder außer Rand und Band, wieder auf diesen Standplatz geangelt, wo die Fische schon da sind. Ein Take, der hat diesmal auch schön den Köder weggenommen, früh 7.30 Uhr. Ansonsten Ruhe. Wir geben dem Platz noch eine Nacht. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was nach. Aber es ist zurzeit echt ein Kampf um jeden Biss. Und trotzdem sind wir happy, dass wir einen Fisch haben. Petri, Chris. Petri, danke, ja. Da machen wir jetzt noch zwei Bilder und dann darf der zurück. Ja, wir haben jetzt erstmal schön gefrühstückt. Chris und Jenny sind mal kurz zum Auto einkaufen fahren, nochmal ein bisschen Essen holen und so weiter. Ich nehme mir jetzt mal die Zeit, zeige euch nochmal beide Plätze auf dem Block, nochmal zwei, drei Feinheiten. Das habe ich jetzt aufgemalt und da gehen wir gleich mal zusammen diese Spots durch. Ja, das war der Platz, die große Sandbank. War echt cool zum Sitzen, auch wenn es viel Aufwand war, das alles erstmal dahin zu tragen. Warum haben wir das probiert? Ich habe halt gedacht, dass die Fische hier drüben, hier ist schnelles Wasser, tiefes Wasser gewesen, wirklich, also 5 km/h Drift, teilweise 6, 7 Meter direkt an der Packung dran. Und hier war halt so ein Abriss. Der war jetzt noch ganz knapp unter Wasser, viel Gras drinne. Habe ich auch Futterfische vereinzelt gesehen und dann war halt sofort das Gefühl da, das muss man machen, wenn die Fische hier jetzt verdaut haben, dass die hier reingehen zum Fressen. Und wie habe ich das dann gemacht? Der wichtigste Stock, wenn ihr sowas macht, ist der kürzeste zu euren Angelplatz gesehen. Der muss am höchsten sein.
Weil ich habe das mal versucht, euch hier nochmal aufzumalen. Wenn dieser Stock zu niedrig ist und ihr spannt zum Beispiel so direkt durch und es kommt hier außen ein Biss mit einer Reißleine, beziehungsweise auch wenn ihr das fest angeln würdet, hättet ihr immer das Problem, ihr bekommt die Schnur hier nicht mehr drüber. Ihr könnt nicht so mit dem Boot hier hinfahren, weil das zu flach ist. Also hier außen rum, und deswegen lege ich immer die Schnüre außen an den hohen Stock. In dem Fall war es jetzt diese Bundeswehrstange, das habe ich euch gezeigt. Ja, die Ruten waren sauber gestern Mittag, wo wir von dem Platz weg sind, haben wir sie alle wieder einzeln hochgeholt. Alles sauber, kein Gras, die Köder fit, das ist die halbe Miete, immer wieder. Aber es hat nicht funktioniert, die Fische ziehen einfach nicht. Sie waren außer Rand und Band. Und das war ja die Rute, die dann mittags noch unseren Joker-Fisch gebracht hat oder dem Fisch, der uns vom Blink bewahrt hat, und der war gehakt. Und das war halt auch wieder so ein Indiz, zumindest für mich, dass ich davon ausgehen kann, dass der nicht da lang geschwommen ist, um aktiv zu fressen, sondern dass der wahrscheinlich die ganze Zeit hier irgendwo schon gelegen hat und war dann genervt von den Köder, durch die Farbe, wie auch immer, von der U-Pose, dass der dann mit dem Schwanz da drauf schlägt und hat sich dabei selber gehakt. Gibt viele Phasen, wo dem so ist. Und diesmal war es halt so, dass er sich selber gehakt hat und dadurch konnte man das erstmal so sehen. Und dann haben wir einen neuen Platz gestern Mittag gemacht. Auch sehr interessant, hier oben haben wir ein Stück Steinpackung. Das hier, und das bricht dann ab in so ein Naturufer. Das entsteht immer wieder durch die wechselnden Wasserstände. Wenn der Fluss hoch ist, dreht er hier insgesamt und deswegen fräst er eine Seite tief aus, schiebt dann hier rüber den ganzen Dreck und lagert hier ziemlich mittig im Fluss eine Sandbank auf. Die hat jetzt aktuell noch 80 cm, Meter Wassertiefe, so in diesem Bereich, steht hier, ist aber alles relativ flach, das ist nicht wirklich tief. Hier vorne hat er so 2 Meter, die Sandbank wie gesagt 80 cm, aber sie ist hart beruhigt. Und deswegen drückt sie den ganzen Strömungsverlauf hier rüber. Bei uns ans Ufer liegt viel Holz drinne. Und durch diesen Knick, wo die Packung aufhört und in dieses Naturufer übergeht, wird die Strömung auch nochmal gebrochen. Und deswegen haben wir uns hier hingesetzt. Das war halt echt eine mega coole Struktur von Anfang an. Mit diesem Holz hier im Wasser können wir Topwater angeln, haben wir 2 Stück gemacht. Waren ruhig die Nacht, gar nichts passiert. Werden wir aber auch jetzt unsere letzte Nacht an den Spot beibehalten. Und dann wie immer 4 Ruten gezogen. Auf der ersten Uferrute kam jetzt der Fisch. Alle Ruten abgesenkt mit einem leichten Bleien, Karabiner drauf, 100 Gramm. Und die Ruten, die etwas weiter liegen, habe ich dann mit meinen selbstgebauten Absenkern umgelenkt bzw. gleich runtergeholt, dass ein ganz kurzer Schnurwinkel ist, dass der Hauptdreck drüber läuft. Köder arbeiten nach wie vor noch. Das wird dem geschuldet sein, dass hier außen viele Bäume liegen, wo man teilweise die U-Posen direkt daneben gelegt haben. Und ich denke halt, dass da Fische liegen. Aber es ist zurzeit extrem ruhig. Also wir bekommen ein Take, auch mal 2 nachts oder am Tag, so muss man sagen, und dann ist wieder Ruhe. Mal gucken, ob sich das ändert, wenn sich das Wetter ändert. Jetzt aktuell ist es halt so, wir werden jetzt das erste Mal in dieser Woche auf einen Spot bleiben. Vielleicht kommt ihr tagsüber was. Wir kontrollieren jetzt diese Ruten, setzen die, die ihr heute Morgen im Fisch gebracht hat, nochmal nach. Der kam auf 1,80 m, bevor es runtergeht auf 2,50 m. Die setzt mal wieder identisch und dann guck mal, ob tagsüber was läuft und ob man bis morgen früh nochmal hier einen Fisch fangen. Ja, die ganze Nacht Totenstille. Köder haben sich immer wieder gemeldet. Ich habe jetzt erstmal die Rute wieder nachgesetzt, in der Hoffnung, dass was noch nachkommt. Wir machen diesen Platz noch eine Nacht, weil halt ein guter Fisch kam und ich glaube, das war nicht der einzigste. Das probieren wir nochmal. Vielleicht kommt auch was tagsüber. Auch das ist immer so ein Tipp, wenn diese Nachtzeiten nichts bringen, auch mal tagsüber durchzufischen. Ganz wichtig, immer wieder dieser Hinweis, gerade auch für bessere Fisch, mehr wie im Versuch wert. So, und dann gucken wir, ob tagsüber was passiert. Ich mache Location für den letzten Tag, den wir da noch haben. Und wir gehen dann durch den Tackle-Check. Rute, Rolle und Schnur. Altbewährte Sachen, die ProCat Short and Soft, die HR20, bespult mit einer Halkline in 0,55, überall den Snake Leader in 0,9 davor, Mr. Ballerhook.
Größe S als Fanghaken, Größe XXS als Führungshaken für die Köderfische, monophiles Vorfach, 1,05 mm Stärke mit 68 kg Tragkraft. Wir haben verschiedene U-Posen draußen. Die Ruten, die uns bessere Fische gebracht haben, der größte bis jetzt in der vergangenen Tourwoche kam auf eine 3 Gramm Grün, aber ich staffel das dann immer ab, wie immer, und mache dann schwarz an der Uferrute und staffel nach außen tiefer werdend und dann auch etwas größer und wechsel die Farben durch. Mehr mache ich nicht. Und dann, falls sich irgendwas rauskristallisiert, legen wir die Ruten dann auch mal um. Da wir aber relativ wenig Bisse haben, relativ wenig, mache ich das Ganze gar nicht. Was auch mal erwähnt werden sollte, natürlich ein Schlauchboot, das Tasca, während so großen Flüssen unterwegs ist, motorisiert in meinen Augen perfekt mit 9,8 PS, gibt es von jedem Hersteller. Dann habe ich die Bootsorganizer-Taschen einmal für Kleinteile wie Scheren, verschiedene Reißleinen, Wirbel und so weiter und so fort, Gummis. Und ein Bootsorganizer mit einer Plane, ein Maßband, Handschuh, ein Seil. Dann habe ich dabei immer Bandsticks für die Umlenker. Das sind so Sachen, die müssen mit einem Unterfangkescher, weil wir hier im Ausland mit lebenden Ködern angeln dürfen. Das nutzen wir auch und deswegen Unterfangkescher, um da nicht mit den Händen hinterher zu wursteln. Das war der große Tackle-Check diesmal. Wenn ihr Sachen braucht, unten in der Videobeschreibung ist die Hardware, Kleinteile und so weiter, alles was wir bei Zec Fishing Wells führen oder beim Fachhändler eures Vertrauens. Und falls ich euch den Tipp geben darf, einfach mal durchgucken im Internet, zum Beispiel diese ganzen Seile, Bootselektronik, Bootsklampfen und so weiter, hole ich meine Sachen, auch Bootspflege für das Schlauchboot, zeige ich euch mal in einem anderen Video bei 12 Seemeilen, da komme ich sehr gut zurecht, weil ich alles zusammen habe, habe einen relativ guten Preis. Das nochmal als Eigenwerbung hier. Also wie gesagt, falls ihr da Sachen sucht, einfach mal durchstöbern. Alles kleine Sachen, die für mich sehr wichtig sind beim Arbeiten, um das ordentlich hier abfischen zu können und auf jede Situation vorbereitet zu sein. Wir werden jetzt die Köder nochmal alle kontrollieren, werden die nochmal nachsetzen. Aber es arbeiten alle. Wir haben die Ruten alle abgesenkt, direkt umgelenkt, um den Winkel wieder zu verkürzen. Das habt ihr alles schon gesehen. Und dann lass mal Ruhe reinkommen. In der Hoffnung, dass dann die zweite Nacht für uns hier noch einen guten Fisch bringt. Mal gucken. Ich bin eigentlich nach wie vor schon davon überzeugt, weil der Platz so von der Struktur her und so cool aussieht. Und weil man halt gemerkt hat, dass die Fische nicht aktiv über diese Sandabrisse schieben. Drückt uns die Daumen, dass wir dafür belohnt werden und dass wir hier noch dicken Fisch fangen. Nachgreifen, richtig nachgreifen und festhalten. Jetzt kommen wir rein. Ja. Nee, er will ja nicht. Ey, Willi kommt da nicht. Du musst jetzt rein. Rein. Und gleich nachgreifen dann. Dann kommst du da rein. Und nochmal. Zack, und jetzt nach. Und nur halten erstmal, nur halten. Anlupfen, drehen und dann hier runter drücken, wenn er hoch ist. So.
drehen, quer, quer, quer. So, mit rein. Runterdrücken. Runterdrücken, nur runterdrücken. Halt meine Hand noch drin. So, und jetzt vorziehen. Alter Schwede, Nick. Geil. Hast du eine Kraft, ey. Wahnsinn. Ja, Leute, es hat geklappt. Meine Nerven. Was für ein Fisch. Guck da hin. Absolut brutal. Echt geil. Dickes Petri. Danke. An unsere Jennifer Rasch. Ne? Und an Nick. Ja, an die liebe Jenny. Hat sie super gemacht. Sie wollten unbedingt greifen. Hat alles super geklappt. Hat gut gesessen. Es war wieder die Uferroute, die Chris schon am Morgen den dicken Fisch brachte. Und jetzt in der zweiten Nacht auf den Spot. Ja, so eine Maschine. Mega. Petri. Vielen Dank, Petri. Ja, was für eine geile Aktion. Es hat sich zum Glück gelohnt, nochmal den Platz eine Nacht zu geben, auch wenn es wieder nur ein Biss war bisher. Aber wir wollen die Zeit nutzen. Euch Danke sagen fürs Zusehen. Wir sind mega happy. Wir stoßen auf einen mega geilen Fisch an, auf einen geilen Urlaub. Ja, und ich würde sagen, war schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke. Und wir sehen uns dann im nächsten Clip. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.